Da bin ich wieder zurück. Vielen lieben Dank, dass du wieder vorbeischaust. Und wir sprechen jetzt mit Maxi und sagen ihr, was wir herausgefunden haben bezüglich der Brienne, die ja hier ist. Ist sie dann noch in dem Außenposten? Weil sie war ja dort als Wurzel, also dieser Mensch, und hochschwanger. Sie hätte das Kind wohl noch nicht bekommen. Und ja, wir erzählen ihr mal, was passiert ist. Ich werde mal kurz die Cam ausblenden. Bin gespannt. Es wird ein Dialog folgen. Ich habe etwas von Brianna gefunden. Oh, meine Mütze. Ich war in Highbanks und habe da etwas Seltsames gesehen. Einen Altar aus Müll. Und ich unverzweifelte Gebete, unter denen der Name Brianna stand. Ich sagte bereits, sie war die erste Frau, die infiziert wurde. Ja, schon. Aber sie hat sich anders als die anderen entwickelt. Als ich nach Highbanks ging, war da nur noch ein Loch, wo mal der Baum stand. Es sah nicht so aus, als hätte ihn jemand ausgegraben, sondern als hätte er seine eigenen Wurzeln aus dem Boden gezogen. Was? Aber wie soll das möglich sein? Brianna ist nicht nur die Erste, die auf diese Weise infiziert wurde. Sie wurde auch eine neue Große. Vermutlich sind die Tiere und Frauen, die in Myers Market infiziert wurden, auf sie zurückzuführen. Brianna ist mutiert zu einer der Großen. Die Frage ist, warum hat sie das getan? Aus Rache? Maxi, du sagtest, sie wurde vor Gericht gestellt. Ja, ich habe das Urteil gefällt und ich habe entschieden, sie zu verbannen. Wir standen uns so nah, bis sie sich mit auf den Kult kreiert. Was? Bis sie mit auf den Kult oder der Kreation eingelassen hat. Also bis sie sich mit dem Kult der Kreation eingelassen hat. Nicht der auf den, dem. Der Kult der Kreation? Noch nie davon gehört. Das ist ein Kult, der aus den Voltura-Gang hervorging. Er verehrt den Gott der Kreation. Verbreitet sich rasend schnell. So ein Gift werde ich in Myers Market aber nicht dulden. Dann ist Brianna... Ihr Freund starb Anfang des Jahres bei einem Autounfall. Er ließ Brianna mit dem ungeborenen Kind allein zurück. Da entschied der Kult, ihr nachzustellen. Es ging Brianna nicht gut. Sie war deprimiert, ängstlich und überzeugt, dass ihr Baby nicht durchkommen würde. Ich weiß nicht wie, aber sie hat Infos über den Kult der Kreation gefunden. Die führen entsetzliche geheime Opferungen durch. Opferungen oder... Experimente. Sie hat ja ein Buch bekommen von einem alten Mann. Dieses ganze Kultzeug muss ihr irgendwie Trost gespendet haben. Aber als wir herausgefunden haben, wo sie darin verwickelt war und welche Dunkelheit sie da zu uns einlud, gab es für sie schon kein Zurück mehr. Habt ihr denn nicht versucht, ihr zu helfen? Hast du nicht eben gesagt, Brianna war deine Freundin? Hast du ihr das Sagen, oder? Du hast ihr das Sagen. Du hättest ihr doch sicher helfen können. Ich habe dafür gesorgt, dass sie einen fairen Prozess bekam. Das war keine mittelalterliche Hexenjagd, klar. Wir haben die Gesetze der Union buchstabengetreu befolgt. Und davon abgesehen war Brianna wirklich unschuldig. Ich bezweifle, dass jetzt sogar noch... Sie hatte nicht nur eine Schrift vom Kult der Kreation bei sich, sondern auch verbotene Medikamente gehortet. Verbotene Medikamente? Wahrscheinlich irgendwelche Substanzen, die sie mutiert haben lassen? Ein Aufputschmittel, Drogen, das sich auf das zentrale Nervensystem auswirkt. Mitglieder des Kultes der Kreation schießen sich angeblich vor bestimmten Ritualen gerne damit ab. Ach so, damit sie das intensiver wahrnehmen oder nicht gar nicht wahrnehmen. Brianna hat bei dem Prozess nicht mal versucht, sich zu verteidigen, aber was hätte sie sonst damit gewollt? So, ich muss so abschließen. So, you're finally back. Does that mean? Ah, du bist endlich wieder da. Sieht wohl so aus, als wäre der Job der Transzendente ist tot. Ich habe im Versteck Spuren von Brianna gefunden. Was ist mit ihr passiert? Ach, was war das?
Her boyfriend died in an accident earlier this year, leaving Brianna and their unborn child behind. Ihr Freund starb Anfang des Jahres bei einem Autounfall. Er ließ Brianna mit dem ungeborenen Kind allein zurück. Brianna was in a bad place, depressed, anxious, worried about her baby. Sie war verzweifelt, sie war deprimiert und ängstlich und hat sich um ihr Kind gesorgt. I should have been there for her. Instead, she sought comfort from a much darker source. Ich hätte für sie da sein sollen. Stattdessen hat sie sich an eine dunkle Macht gewandt. Also habt ihr dafür abgestimmt, eine schwangere Frau ins Exil zu schicken? Ich tat, was getan werden musste. Regeln sind Regeln und die Leute waren gegen sie. Die Volturis sind nicht nur Plünderer, weißt du? Sie haben damit angefangen, so ein komisches Zeug zu konsumieren, bis sie high werden und einen Großen anzubeten. Ja, okay, also sie haben wirklich irgendwelche Mittelchen, die die so aufpushen und dann, naja, wer weiß, was da passiert. Wir können nicht zulassen, dass solche Gedanken die Siedlung infizieren. Okay. Meine Leute werden bestimmt erleichtert sein und ich hoffe, dass auch Brianna jetzt ihren Frieden hat. Ich hoffe, Brianna wird jetzt in Frieden sein. Hier. Nimm deine Belohnung, die wir dir versprochen haben. Oh, und vielen, vielen Dank. Thank you. Geflüster im Wald abgeschlossen. Reich der Albträume. Eine neue Aufgabe. Der Teufel steckt im Detail. Neue Aufgabe. Was? Okay, dann gucken wir doch erstmal. Moment, machen wir den hier. Ich habe Dosenobst bekommen und Rosetta-Zugangskarte. Erlaubt das Öffnen der V2-Sicherheitstür im Bruchdelta. Gehörte einst dem Rosetta-Mitarbeiter. O? X? Hm. Ich habe konserviertes. Klar. Muss mal gucken, was ich hiermit mache. Ob ich da eine spezielle Demontagebank brauche oder so, weil dann könnte ich mir vielleicht coolere Mods basteln. Ein Designbauplan. Verwende ihn, um eine neue Formel zu lernen. Benutzen. Ich kann eine Uhr bauen. Wuhu. Weiß immer, wie spät es ist. Dient als Speicher für unsere Erinnerung. Nur einmal pro Territorium. Großer Rahmen. Kann ich da ein Bild wahrscheinlich reinmachen von meinen ganzen Screenshots? So, Erntesamen. Produziert spezielle Materialien, die zur Herstellung von Launentränken verwenden können. Die Verwendung gewährt einen Schild, der tödlichen Schaden einmal abwehrt. Okay, wäre auf jeden Fall für so einen Fight auf jeden Fall nicht schlecht, ne? Ah, dann hätte ich aber dieses Herz drin. In meiner Wiege. Jo. Ich glaube, eine neue Waffe gab es nicht, sondern nur Baupläne. Und ich habe ein paar Mimetiken und ich habe eine neue Spezialisierung. Solarbohrer, neue Formel. Solarbohrer, der Solarbohrer lädt sich an sonnigen Tagen selbst auf. Profitiere von 15 bis ungefähr 40% Ertrag beim Abbauen von Kupfererz. Eisenerz, Aluminium, Wolfram. Chipsatz-Kombo. Baue aus Elektronikteilen, Metallschrott und Teilen an einem Nachschubwerkbank Chipsatz-Kombos zusammen. Diese Kombos kannst du gegen große Mengen an Energieverbindungen eintauschen. Oh, das wäre natürlich gut, weil die Energieverbindung habe ich irgendwie voll wenig. Eisige Leckerei. 20% auf den Eisshake-Effektdauer und 30% auf die Potenz. Potenz? Ich kann aber keinen Kühlschrank bisher haben, weil ich keine Elektrizität habe bisher. Schmelzofen. Minus 50% Herstellungsdauer für Sinterziegel und Glas. Ne, ich nehme das hier. Okay. Genau, diese hier. Die gehen mir immer ratzfatz aus. Mhm. Denn ich bräuchte demnächst Bergbauplattform, Kettensäge. Wurfgeschosse, Drohnen,
Aber auch schon 5000 und ich habe viel zu wenig. Ja. Und eine Schaufel. Militärschaufel. Oh Gott, das ist nicht, weil das eher so groß ist. Militärschaufel. Okay. Ich könnte also eine Schaufel nehmen. Anstatt die. Okay. Uiuiui. Alles klar. Den Haifisch. Dann haben wir hier noch neue Baupläne. Das hier wahrscheinlich. Ich guck mal, ob ich irgendwas basteln kann. Ach so, nee, das muss freigeschaltet sein. Waffenbaupläne. Aber der leuchtet doch auch. Da darf dieses Symbol nicht sein, ne? Ich brauche das Fragment. Ja. Den könnten wir bauen, das MG. Neue Armbrüste habe ich auch noch nicht. Eine neue oder ein Raketenwerfer. Campingmesser. Das sieht aber ziemlich schick aus. Von dem Fisch haben wir auch noch nichts. Das müsste ich auch mal machen. Eintauschen, Angelhändler, Marjorie. Aber ich konnte da gar nichts eintauschen. Ihre Pistole wäre auch nicht schlecht. So, und wir haben blaue Mods. Munitionsverstärker und Flammenresonanzstatus. Okay. Und es gibt noch ein paar Rüstungsmods. Habe ich auch noch bekommen. Okay. So wie mit einer Schaufel um uns, ey. Nice. Nice. Juti. Hoch. Das Reich der Albträume bringt mich in das nächste Gebiet. Den haben wir. Den haben wir auch. Ich habe auch noch diese hier offen. Riesenhinweis, überfälliges Geschenk. Also ich würde auch gerne mal in Sunbury Mittelschule gehen, weil da ja die Volturi sind, Volturis. Das sind richtig, richtig viele. Richtig viele. Können wir mal das ganze Lager auseinandernehmen. Der Teufel steckt im Detail, sprich mit Mary. Ah. Okay, dann machen wir uns erstmal hier hin. Und liefern das Geschenk der Lehrerin ab, weil die Kinder haben sich da irgendwie drinne versteckt. Oh, Moment, ich muss mal ganz kurz hier. So. Diesen hier machen. Und ich habe 33%. Wo ist das? Hier, ne? Muss mal hier den Spaltanker aktivieren. Oh. Aber der ist auch da. 100 Meter, kann ich da hinfliegen? Was hast du geschrieben? Oh. Grüße aus Deutschland, viel Spaß, einen schönen Tag. Oh, cool. Ja, ne? Oh, warte, wir laden das mal nach. Können wir schon ein paar ausknipsen? Ne. So weit kann ich leider nicht gucken. Und die ist durchgeladen, ne? Jo. Na dann, let's go. Die vielen Autoreifen mit Stacheln, da hängt auch einer drin. Da geht irgendwas lang. Da war irgendwas Großes drin, hier.
aus wie so ein Käfig, wo sie es drin halten. Da. Ein, was? Ein Gebieter. Ein Gebieter, okay. Muss in das Gebäude rein. Wow. Irgendwer hört mich. Wo denn? Ach, da. Chill. Der ist ein bisschen sauer. Kann ich verstehen. Mist. Dann lassen. Der hat doch was fahren lassen. Oder auch nicht. Es werden wahrscheinlich zig Leute in diesem Gebäude sein. Ein Schwimmreifen. Geil. Leite ich mich mal die ganze Zeit auf Englisch. Gibt's da nicht hier? Hat der den Eimer auf dem Kopf gehabt? Ich glaube schon. Oh, hat der hier irgendwas Cooles fallen lassen? Aha. Oh. Hi. Oh. Was? Ja, voll den Spielplatz gehabt, ne? So makaber wie es ist, aber die haben hier voll den Spielplatz eingerichtet. Really? Hier da oben ist nix. Müssen entweder hier rein oder so durch den Haupteingang. Ich glaube, hier geht's auch. Oh. Hey, wir können auch den nehmen. Oh. Was hier? Wird hier denn... Werden hier dann irgendwie die Geiseln gefilmt oder irgend so ein Quatsch? Keine Ahnung. Aber wer soll das sehen? Die schießen auch irgendwie. Über mir. Uah. Hä? Ach, krass. Nice. Sehr cool. Ohohoho. Hat mich da echt gesehen. Tag des Abschlusses. Ach krass, ich kann auch Sachen von den Schülern sammeln oder so. Hm. Hier ist nichts drin. Doch, hier ist eine Lampe. So. Falsche Taste gedrückt. Notizen. Lesen. Hey Annie, ist dir die Erinnerung aufgefallen? Die erste Ziffer ist 5. Die
Deine Mission, falls du sie annimmst, finde 4 Ziffern des Codes und entriegle die Beutekiste. Die anderen 3 Ziffern können einen anderen Ort, der dich zum Schwitzen bringt, an einem anderen Ort, der dich zum Schwitzen bringt, auf den Treppen unter dem Fenster und an einem Ort, an dem man gegen Geld lesen kann, gefunden werden. Schau hinter einem kleinen roten Unterschlupf gegenüber vom Restaurant nach, sobald du alle gefunden hast. Der Schatz ist gleich da. Okay. Hm. Ah, hätte natürlich auch hier lang gekonnt, ne? So, mal da ist doch auch noch was gewesen. Ach, guck mal, wer da oben ist. Selbst man hätte noch höher gekonnt. Ach du Kacke. Hier stimmt was nicht. Hier wimmelt es so von Voltiru-Schlägern. Wow. Wirf einen Blick in die Schule. Vielleicht verstecken sich da irgendwo welche. Aber die haben wir doch schon gekillt. Na, ich geh mal hier hoch. Wo denn? Wo denn? Wo denn? Ach, da oben. Ein Scharfschütze. Müsste aber eigentlich erstmal hier relativ sicher stehen. Das ist sogar ein Pfeil. Da lang. One way. Aber wie... Achso. Ah. Schneller. Wer auch, worauf immer der geschossen hat, I don't know. Kommt man da irgendwie wieder durch? Ah ja. Aber, achso, es geht noch. Ah, Moment. Ja, hier geht es ja noch hoch. Muss oben gucken. Vielleicht gibt es da irgendwas Cooles. Ja, auf jeden Fall was angezeigt. Oh. Erstmal den Loot von dem Scharfschützen hier. Bisschen Schieß. Oh. 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 Ja, was da? Was ist denn da Schönes? So, suche nach der mysteriösen Kiste. Hm. Überall sein. BN Market. Market. Ah, oh Gott. Ah, ich habe sie gefunden. Die mysteriöse Kiste. Ah. So. Aber ich sollte doch hier noch eine Quest machen, Mensch. Warte mal. Mittelschule. Abgeschlossen. Ein überfälliges Geschenk. Ein überfälliges Geschenk. Genau. Verfolgen. Ach so, das ist das. Folge den Hinweisen des Mädchens. Öffne die Kiste. Yeah, okay, 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 okay. Okay, okay, okay. Da lang. Man sieht nur meine Wiege und
Den Vogel? Hä, was ist mit dem Schatten los? Guck mal. Ich existiere gar nicht. Bin einfach gar nicht da. Hier schießt schon wieder irgendwer. Oh, cool. Frei. Ich glaube, die Waffe ist ein bisschen schneller. Oh, aber da hinten steht ja auch noch jemand. Nee. Hä? Wie der einfach auch in meine Richtung guckt, überhaupt nicht reagiert. Oh, was ist das? Vielleicht eine Schwimmhalle, aber ich glaube, sie wurde leicht umfunktioniert. Ist doch eine Falle, oder? Hier war echt eine Macke. Der Kult, sage ich nur. Noch raus, Speicher. So. Junge, Junge, Junge. Die sind nicht ganz knusper. Wow, Waffenteilung. Schon alles gefunden. Haufen Zeug, danke. Das ist der Hinweis. Sag mal, wirst du jemals müde, wenn du hier bist und dich verausgabst? Dieser Laden schließt freitags nach 21 Uhr. Der dritte Hinweis. 5:21. Doch, kann ich mir merken. Schachbrett. Okay. So. Schrott. Das war ja einfach. Die zweite Ziffer des Passworts ist die 8, 5, 21. Nö. 8. 5, 21, 8. Nehmen wir nochmal so ein Ding hier. Rinnenschacht. Wir haben ja noch genug davon. Oh. Aber wenn du jemanden gerade gefragt hast, ob er das gehört hat, dann muss derjenige ja irgendwie auch die Antworten können, oder? Also ist da noch jemand hier. Doch. Huh. Hä? Moment, ich muss nachladen. Moment, ich muss nachladen. Danke. Vielleicht sollst du nicht alleine da gewesen. Wir zerlegen das ganze Lager. Alles. Da war nichts drin, doch. Tasche. Jetzt müssen wir da hin. Aber da waren wir doch gerade drin, oder? Hier waren wir nicht. Dann. Was zur Hölle?
Zu überstürzt, Praxisratgeber. Erinnerst du dich an diese Vortragsreihe über Krimis? Ich glaube, seit Juli hatten wir keinen mehr. Der letzte Hinweis ist eine 7. Okay, die ersten Zahlen habe ich wieder vergessen. Finde ich gut, aber ich glaube, das Spiel ist so nett. Wow. Den habe ich nicht gesehen. Hab man gar nicht gemerkt, ne? Ich wünsche, die hätte noch mehr Schuss. Oder ein anderes, Magazin. Andere Magazinoptionen. Das wäre toll. Für ein cooler Laden. Hähnchens. Hähnchens gibt's hier. Okay. Sieht erstmal ruhig aus. Erstmal nicht los hier, ne? Doch da. Ja. Oh, ich muss bald was essen. Dachte. Oh, dann. Ich habe gerade mal kurz ein bisschen Zeit. So, und jetzt trinken wir schön was. So viel Zeit muss sein. Open. Ich hab doch hier drin gerade wen gesehen. Bin ich der Meinung. Ja. Let's dance. Ja, war jetzt aber sehr kurz mit Tanzen. Da ist noch was zum Looten. Was? Ich dachte, es wäre was zum Looten. Das ist Zeitenschluss. Oh, das ist geleckt. Ach da, 5, 8, 9, 7. Dankeschön, Spiel, du bist toll. 5, 9, 8, 7. Was? 5, 8, 9, 7. Oh, es ist spät. 5, 8, 9, 7. Gott. Passwortcode. Ein Brief. Lies Lillys Brief. Aber... Das war so schnell weg. Interagieren. Wunderschöner, zerfletterter Brief. Glückwunsch, Annie. Du hast mein kleines Rätsel gelöst. Freut mich, dass du das Spiel auch spielst. Gefällt es dir denn auch? Alle meine Rätsel haben mit unserer Freundschaft zu tun. Zusammen, etwas lesen, über alles Mögliche zu reden, das vermisse ich. Seit kurzem war ich nur noch selten an deiner Seite, aber das heißt nicht, dass ich nicht mehr mit dir befreundet sein will. Es ist nur, wegen der Arbeit meiner Eltern muss ich von hier weg. Hey Annie, hast du das Buch gefunden, dass ich nicht bei dir, dass ich nicht bei dir sein kann, kann es dir vielleicht an meiner Stelle Gesellschaft leisten. Ich weiß noch, wie du gesagt hast, dass das dein Lieblingsautor ist. Auf ewig in Freundschaft verbunden, Lilly. Oh. Ich brauche aber eigentlich noch die Quest Essen für die Kinder. So. Ach Mensch, die armen Kinder. Die armen Kinder. Wo sind die denn? Die haben sich irgendwo versteckt. Da müssen wir jetzt noch Essen hinbringen. Mhm. Herr Respawn war wieder fleißig. Und ist wieder unterwegs gewesen.
vergieße es. So. Ein Klassenzimmer. Hm, sieht so aus, als hätten hier Menschen gelebt vor langer Zeit. Sie müssen das Klassenzimmer als ihren Zufluchtsort benutzt haben. Okay. Ja. Der ist runtergesprungen. Der ist wieder runtergesprungen, der Typ, ey. Krass. Hier durch. Es gibt eine Bilderwand von den Schülern. Schauen wir mal, Star von morgen, Maxi Rodriguez. Ist das etwa die Maxi, die wir kennen? Ist sie hier zur Schule gegangen? Möglich. Aber die Lehrerin, wo die gesagt hat, wir sollen den Kindern das Essen bringen, die war sehr jung, ne? Dass es nicht vertont ist. Sogar die Konserven sind schlecht geworden. Wie viele Jahre stehen die schon hier? Warte, die Dosen, die unsere Frau Kia gegeben hat, ist sie auch schimmelig? Gehe schnell zurück und frage sie, was hier los ist. Das ist alles ziemlich seltsam. Okay. Sie hat uns vergammeltes Essen gegeben, aber Dosenessen, ne? Wisst ihr ja selber, das hält gefühlt 50.000 Jahre lang. Okay. Dann gehen wir doch mal hier raus. Mich noch nicht gesehen, weil die verpeilt sind ohne Ende. Oh. Ach da. Geil, das sagt er sogar. Scheiße, ich muss nachladen. Cool. Das ist cool. Ah, gotta reload. Das ist eine Mutation. Ein Vulturis. Wer weiß, was das war oder wer das war. Die uns den Auftrag gegeben hat. Wo denn? Hat mich auf jeden Fall ganz schön getroffen. Au. Oh, das wollte ich nicht. Ich wollte eigentlich das machen. Ich muss mal wieder reparieren, ne? Sieht ganz schön mitgenommen aus, das Moped. Eieiei. So, jetzt gehen wir noch schnell zu der Dame. Ah, die Folgen. Ich versuche die immer so auf eine halbe Stunde zu trimmen, aber ich kriege das irgendwie nie hin. Okay, ich hätte noch weiterfahren sollen. Ich dachte, das wäre hier vorne. 400 Meter. Ich fahre mal zu der Dame und wir sehen uns in der nächsten Folge. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Macht's gut.